Oh.
Okay. Ja, das ist interessant. Ich habe gerade eine Einstellung gefunden, die wohl einen mutet. Ja. Wusste ich nichts von. Ganz interessant. Ich kann mich anscheinend nochmal muten. Das ist hervorragend. Okay. Ich bin schon mal fasziniert. Thema Sound, bin ich zu hören? Läuft alles? Ist das in Ordnung? Geht das? Passt alles? Ach, hey. Spiel ist zu laut, deswegen bin ich zu leise. Warte mal. Man hört mich. Okay. Warte mal. So. Das dürfte dann vielleicht jetzt auch besser sein. Vielleicht bin ich jetzt extrem laut, vielleicht nicht. Ach, es ist alles wieder ein Traum. Guten Tag, Big Mac. Guten Tag, Stick. Guten Tag, Charles. Guten Tag, Confi. Guten Tag, Helly. Guten Tag an alle anderen, die schon da sind. Ja, ich würde sagen, die Nissan geht ganz gut auf der Piste. Das ist ja nicht mehr normal. Ich sag mal so, heute ist wieder einiges los. Wir sind 13 Leute. Das ist für DLL-Verhältnisse Neuland. Sind eigentlich unter 10 gewohnt, aber das nehme ich auch. Ich bin zumindest froh, dass es geklappt hat, dieses Mikro, was ich sonst für meinen PC nutze, an die Konsole anzuschließen. Auch nur, wenn es halb funktioniert, anscheinend. Nun sei es drum.
Wenn ich durch das Grid gehe und mir alles mal angucke, sehe ich auf jeden Fall, dass wir ordentlich Chaos haben. Q wird nicht bestraft in der Art und Weise, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ich habe ihn ewig stehen sehen. Das wurde anscheinend nicht berücksichtigt. Gut, das ist dann nicht Kuh seine Schuld. Das ist dann einfach die Missgunst der anderen, wenn die ihre Chance nicht nutzen können. Das ist ganz einfach formuliert. Sag mal, wenn es von der Songqualität immer noch nicht passen sollte, dann sag mir bitte Bescheid, ob ich am Übersteuern bin, irgendwas zu leise ist, das Spiel vielleicht zu laut ist. Vielleicht kann ich mobil irgendwas beheben. Ja gut, dass das Ding am Samstag in die Eisen geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Passt alles, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann wollen wir uns eigentlich mal auf das fokussieren, warum wir alle hier sind. Also auf den langweiligen Teil des heutigen Abends. Sind Stick im Peugeot VGT aktuell mit der schnellsten Runde. Ist eine solide 1.38.234. Ich hatte kurz einen Herzinfarkt. Ich dachte, der fährt in die Box. Poktavian im wunderschönen Skyline. Tatsächlich knapp dahinter. 28.000stel. Hinter Stick. Also wie es aussieht, der Skyline doch ein ganz gutes Auto. Würde mich eigentlich wundern, wenn noch irgendjemand den gewählt hätte. Confi auf 3. Der zweite Peugeot im Grid. Also Topspeed scheint echt auf der Strecke OP zu sein. Rotec im Ford GT ist erste Mal nicht im McLaren unterwegs. Hat bislang alle Hauptrennen gewonnen. Hat also eine Serie, die er ausbauen kann. Johnny im M6. Hätte mich gewundert, wenn ich ihn in einem anderen Auto sehe. Schöne Lackierung, by the way. Helly, unser neuer Reifenflüsterer. Aktuell mit einer 1.39.005 auf Platz 6. Eddie prügelt den Suzuki wieder die Strecke runter, aktuell auf 7. Beste Runde eine 1.39.177. Ein Kuh, der heute eigentlich hätte Pinball spielen dürfen, nur dass er der Ball gewesen wäre. Aktuell auf 8. 1.39.498. Das ist für Monsterverhältnisse gar nicht mehr so übel. Jonas auch wieder mit dabei. Aktuell auf 9. Diesmal auch wieder am Lambo unterwegs. Ist noch im 40er Bereich, aber ich denke, das wird nicht lange dauern, bis er bei den 39ern angekommen ist. Plexus mit der Viper. Auch eine 1.40.169. Auf dem Weg in die 30er. Joe hat weiterhin die legendäre Don-Lackierung drauf. Aktuell auf 11. Schrodder hat die Warnblinker an. Das sind nochmal 5 PS mehr. Für den Ford GT aktuell auf 12. 1.40.792. Und Adalbert in seine Supra mit dem Medium sogar. 1.40.992. Also bislang alle für meine Verhältnisse doch flott unterwegs. Plexus kommt, wie gesagt, in die 39er. Wunderschöner Sound. Confi sogar auf Medium unterwegs. Okay.
Also, letzte Runde für alle. Ich mal kurz gucken. Stick fährt über die Linie, keine Verbesserung. Johnny ist über die Linie, gibt es auch keine Verbesserung. Poktavian zieht es nochmal rüber, da ist keine Verbesserung zu sehen. Ellie kriegt auch keine Verbesserung hin. Rotec verbessert sich nochmal, schiebt sich aktuell an Konfi vorbei. Der kann sich nicht mehr vorbeiarbeiten. Wer ist der Nächste? Das ist... Adalbert ist der Nächste. Da passiert auch nichts. Dann kommt Joe. Der verbessert sich nochmal ordentlich in die 39, schiebt sich auf 9. Jonas kann sich nicht mehr verbessern. Dann haben wir noch 2. Plexus hat eine Strafe gehabt, der wird sich nicht verbessern. Eddie flitzt nochmal über die Linie. Ah, knapp an der Verbesserung vorbei. Plexus kann sich auch nicht mehr verbessern. Und dann haben wir den Ford GT. Zum Schluss auch nochmal über die Linie. Und dann haben wir tatsächlich das Quali mit den... Mit den 13 Leuten schon durch. 17 ist Start, würde ich sagen. Hat man überhaupt nennenswerten Reifenverschleiß? Ich sag mal so. Ich glaube tatsächlich, ein Nullstopper ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ist zumindest mein Gefühl. Das glaube ich tatsächlich wirklich, dass da das Potenzial besteht. Du hast nicht viele wirklichen Zonen, die beansprucht werden könnten. km/h wären schon cool. Ja. Aber ich glaube, das kennst du, Helly. Das kennst du aus dem Real Life. So. Das, was du nicht hast, ersetzt du durch Wahnsinn und dann ist okay. Und fährst du halt mit 18 PS weniger. Oder 38 oder keine Ahnung. Dann fährst du halt ein bisschen mehr im Begrenzer. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich habe mit allem Probleme. Oha. Das ist die Ferrari Masterclass. Jonas. Danke, danke, danke. Danke für den Support, das weiß ich zu schätzen. Ich finde aber, du hättest Salz deutlich günstiger kaufen können und nicht für 3,99. Gibt es im Penny für 20 Cent. Sei denn, du hast Pech, dann musst du die für 80 Cent kaufen. Die keine Ahnung. Bad Liebenwerder, Salz, Scheiß oder so. Ach, keine Ahnung. So. Das Beste in diesem Layout für Johnny ist, dass niemand die Rumschilder in Turn 1 wegballern kann. Das sehe ich genauso. Hätte eigentlich Kevin mitfahren müssen. Der hätte dann keine Ausrede für falsche Schilder gehabt. So, ist es 17. Stehender Start. Bis zur ersten Schikane haben wir es ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere dann hier noch ein Überholmanöver wagen wird. Eieiei. Okay. Wie startet man? Du drückst die Power-Taste auf der PlayStation. Mach es nicht. Mach es einfach nicht. So. Lichter sind an.
große Preis von Monza ist freigegeben. Oh. Frühstart von Convi. Aber keine Strafe, also nochmal Glück gehabt. Stick kam semi-gut weg, Rotate besser. Jetzt geht das Chaos los. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Also Stick, Rotate, Portavian, die fahren jetzt erstmal vorne in Richtung Schikane 1 alleine rein. Gut, sage ich, Eddie ist im Windschatten und klopft da vielleicht nochmal an. Ich hoffe, dass alle wissen, wie sie bremsen müssen. Ja, Johnny quetscht sich durch auf seine typische Johnny-Manier. Cool, kommt da fast ins Rutschen. Jonas ist auf jeden Fall im Kies. Aber sonst haben, glaube ich, alle überlebt. So, Rotek hat eine Strafe, das war die Schikane. Johnny auf 4 vorgeschoben, keine Ahnung wie. Q, erster Lesmo, Ausgang, ordentlich Probleme. Zweiter Lesmo, ja, da kommt er auch ins Rutschen. Na, es ist der Ford GT. Der ist ja nicht einfach zu handhaben. Plexus hat sich auf 6 vorgeschoben. Das ist auch nicht schlecht. Gibt es direkt die nächsten Angriffe. Stick und Poktavian scheinen sich erstmal absetzen zu können. Rotek führt dann das Feld vor Johnny an, hat aber eine Zeitstrafe. Das heißt, da gibt es eventuell auch gleich einen Strafenabbau. Johnny rutscht rüber. Ich glaube aber, dass Rotek gleich nach Parabolica kontern kann. Plex ist mittlerweile sogar auf die 5 vorgeschoben. Dahinter Helipower und Confi im Duell. Heli fährt da jetzt ein bisschen in die andere Linie. Was völlig okay ist. Oh, Schrodder mit einer Zeitstrafe, das ist nicht gut. Kuh direkt im Windschatten. Alt gegen Neu. Joe dahinter möchte auch noch mitfahren. Adalbert mit der VR-Brille hat er, glaube ich, die beste Sicht. Und Jonas im Lambo knapp dahinter, spielt den Lokalmatadoren, hat aber bislang etwas mehr Pech, als ihm eigentlich lieb wäre. So, Plexus macht schlau, der lupft erstmal. Der möchte da hinten erstmal niemanden auffahren. Bremst auch früher. Sollte also klar gehen. Packen die Jungs die Blue Moon Strategie aus. Da fehlen dir schon mal 2 von 3 Zutaten. Nämlich Kim und ich persönlich. Oha! Stick mit Schaden. Eddie ohne Schaden. Kann weiterfahren. Stick hat Schaden, Heckschaden. Da bin ich mal sehr interessiert daran zu wissen, was da passiert ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das ein Fehler in der Lesmo gewesen ist. Wo genau, kann ich nur spekulieren. Nullstopper wird es für Stick auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist echt frustrierend. Somit haben wir tatsächlich Nissan GTR auf Position 1. hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber nun gut. Rotex somit wieder auf 2, Johnny 3, Plexus auf der 4. Der sich aber ordentlich durchs Feld geschlichen hat. 38,7 aktuell die beste Runde. Das ist knapp bei dem, was wir eigentlich gesehen haben. Hinten keine Aero für mehr Topspeed. Alles klar, dann müsste Stick ja wirklich schneller sein. So, die Viper zieht vorbei. Und selbst mit Heckschaden hat der Mercedes keine Sicht. Ja, dann würde ich wirklich mal sagen, die Aero hinten, wenn sie fehlt, ist sogar ein bisschen besser. Wobei kommt wieder angeflogen, kommt, zieht da raus. Hat das nicht kommen sehen, dass Heli da eventuell auch noch angreifen wollte. Und dann haben wir hier tatsächlich den nächsten Zwischenfall. Boah, Confi kommt da ordentlich ins Rutschen und macht eigentlich genau das, was er nicht machen sollte. Leute. Und dreht sich jetzt auch noch komplett weg. Q tut mir da jetzt an der Stelle extrem leid. Der hatte mit der Situation so gar nichts am Hut. Und ist dann der Leidtragende. Confi beim Rausbeschleunigen aus der jetzt ersten Schikane. Keinen guten Exit hatte. Ja. In-Game-Chat nutzen ist auch nicht die feine Art und Weise. Es müsste Confi eigentlich wissen.
ohne da jetzt parteiisch sein zu wollen, aber zu dritt in eine Schikane, vor allem wenn man von hinten angeflogen kommt, solange das wirklich kein absolut sicheres Manöver ist. Nicht direkt zum Anfang des Rennens riskieren. Da hätte man sich schlauer anstellen können. Kann sein, dass ich da eine falsche Wahrnehmung habe. Wenn ja, dann tut es mir für euch leid, wenn ihr das anders seht, aber es hätte nicht sein müssen. Vor allem, weil er sich selber dadurch jetzt rausgenommen hat, durch die Kollektivfehler, die dann darauf gefolgt sind und unter anderem noch, weil Kuh jetzt auch reingezogen wurde, der damit eigentlich so gar nichts zu tun hatte. Nun ja. Sei es drum, sollte das eingesendet werden, können sich da gerne die Stewards drum kümmern. Hoffentlich dann auch weiter mit der kreativen Strafenauslegung, denn die hat's in sich, man müsste die nur dementsprechend nochmal umsetzen. Plexus mit einer Strafe wäre dafür, dass wir das Ganze dann einfach nachholen. Und zwar in der Pause von Hauptrennen zu Sprintrennen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Plexus halbe Sekunde, da könnte es wie gesagt dann den Angriff von Johnny geben, wenn nicht sogar jetzt schon. Sechs aber ordentlich Schwierigkeiten da hinterher zu kommen auf der Geraden. Windschatten hilft ihm das natürlich, aber die Viper, die bleibt vorne. Johnny muss da tatsächlich jetzt einfach nur folgen, weil dadurch, dass Plexus die Zeitstrafe hat, wird er die Position so oder so kassieren. Sticker haben wir jetzt an der Box gesehen. Der wird jetzt mit einer anderen Strategie zu Ende fahren. Plexus scheint einen Fehler gemacht zu haben, denn er hat die Position an Johnny verloren, als auch an Helly. Da wäre ich auch mal daran interessiert zu wissen, was genau da passiert ist beim McQueen. Das öffnet dann aber jetzt auch die Situation oder die Möglichkeit für Eddie und Joe, nach der Ascari eventuell vorbeizugehen. Suzuki dürfte in der Kurve etwas besser liegen als die Viper. Plexus mit dem nächsten Quersteher durch die Ascari durch. Muss jetzt die Zeitstrafe abbauen und ja, Eddie fliegt da förmlich schon vorbei. Joe dahinter jetzt auch schon am Schnüffeln. Muss aber nochmal zurückstecken. Glaube aber auch nicht, dass es jetzt auf der Geraden für den Angriff. Na, okay, dann scheint doch. Kommt da besser aus der Kurve raus. Aus der sogenannten Parabolika. Ja, aber es ist wieder die Topspeed der Viper und zusätzlich hat die Viper auch noch Windschatten. Was Joe nicht dauerhaft haben wird, sobald er rauszieht. Plexus lässt sich gerade ordentlich tragen. Spätes Bremsen für alle. Oh, sah mir kurz sehr gefährlich aus, aber Eddie bleibt vor Plexus und Joe bleibt dahinter. Sonst gehe ich mal ganz kurz durch und schau mal. Octavian weiterhin auf der 1. 2,5 Sekunden dahinter ist Rotec. 2,5 Sekunden dahinter ist Johnny. 1,5 Sekunden dahinter ist Helly. 3 Sekunden dahinter ist Eddie. Dann kommt Plexus, dann Joe. Jonas hat sich wieder auf die 8 vorgearbeitet. 14 Sekunden auf die Spitze, 3 Sekunden zu Joe. Adalbert heimlich auf die 9 geschlichen. Q weiterhin auf der 10. Konfi mit der schnellsten Runde auf Medium. Es ist wie gesagt mehr Tradition als Leipzig. Auf der 11. Stick auf Medium unterwegs. Der kam nach dem Boxenstopp ganz schön weit hinten raus. Und Schrodder war wohl auch schon in der Box. By the way, Big Mac, falls du bei den DLS diesen Silber mitfahren möchtest,
Musst du das einfach durch den Kopf gehen. Schreib mir und dann bist du ab dem nächsten Rennen schon dabei. Das wäre dann übrigens die Nordschleife. Wenn ich den Rennkalender richtig in Erinnerung habe. Schrodder hat unglaublichen Reifenverschleiß. Ja, ich glaube, das ist aber einfach nur dem Ford GT geschuldet. Das bestätigt seine Boxencrew sogar selbst. Der Reifenverschleiß ist beim Ford GT echt nicht ohne. Haben wir irgendwelche Zweikämpfe tatsächlich? Bislang sind es nur Eddie, Plexus und Joe. Was heißt nur? Aktuell sind es die drei. Im Kampf um Position 5, 6 und 7. Nächste Rennen nach dem Nürburgring kriegen wir bestimmt ein Layout. Wunderschön. Ich glaube tatsächlich dafür überlege ich mir ein anderes Quali-Layout. Überlege tatsächlich das zu nehmen aus Trainingslobby und dann resettest du die Lobby, lässt die starten. Keine Ahnung. Jeder eine Hotlap, eine schnelle und dann anhand dessen guckst du, dass da was wird. Joe beim Anbremsen durch die Parabolika mit ordentlich Schwierigkeiten. Jonas sieht das, passt nochmal auf. Alter, hat der Reifenverschleiß. Also Jonas, falls du das hörst, versuch mal Bremsverteilung nach vorne. Minus 5. Nicht plus, minus 5. Versuch mal minus 5. Joe entschuldigt sich sogar bei Plexus. Mal, Jungs, tut mir den Gefallen und vermeidet bitte den Ingame-Chat. Das irritiert die anderen nur. Und ich glaube, wir haben alle einen Competitive-Bereich erreicht, der auch auf solche kleinen Sachen achtet, die dann während dem Rennenfahren einfach nicht passieren sollen. Oh, Anna wird ein Konfiguell. Die Toyota Supra mit der Hornet-Lackierung gegen die nicht existente Peugeot-Version. Mal aus einer Cockpit angucken, wie jetzt hier tatsächlich der Peugeot fürs erste vorbeizieht. Wir haben vorne wieder einen Quersteher, scheint wieder Joe gewesen zu sein. Nee, es ist Jonas. Es ist Schrodder im Ford GT. Jonas geht jetzt an die Box. Aber Wahnsinn, mit den Autos auf der Strecke zu fahren. Schrodder gibt da sogar nochmal Windschatten an den Peugeot weiter. Lässt sich da aber ganz fair und einfach überrunden. Adalbert muss aufpassen, dass er da nicht den Rasen berührt beim Anbremsen. Macht er aber super. Erstmal weiter mit seinem Frontschaden unterwegs. Macht's aber dafür relativ gut und konstant. Stick versucht sich wieder zurückzukämpfen. Speedmäßig auch gut dabei. Jonas ist ja schon in der Box gewesen. Reifen gewechselt. Eigentlich, ja, doch ein bisschen nachgetankt hat er auf jeden Fall. Fabian scheint wohl einen kleinen Fehler gemacht zu haben.
Oder aber Rotec holt gerade gut auf. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist der Reifenverschleiß deutlich schlimmer bei Rotec im Ford GT. Johnnys M6 soll da nicht unerwähnt bleiben. Heli, ja, hinten doch sehr ätzend. Konfi, nächste schnellste Runde, 1:38.548. Und Eddie und Plexus fahren ja wie gesagt Stellung heimlich auf Position 5 und 6. Aber es sieht mir doch nicht nach einem Nullstopper aus. Wobei, ich glaube, hinten links ist für Konfi dann doch ein bisschen zu arg abgenutzt, um hier tatsächlich mit einem Nullstopper durchzukommen. Ein Einstopper wird es bei ihm aber definitiv, während es bei Plexus definitiv ein Zweistopper wird, wenn er das Ganze auf 20 Minuten Stints streckt. Bedeutet, geh jetzt in die Box, fahr meinetwegen Medium und kratz den so lange raus, dass du meinetwegen 20 Minuten Soft oder kürzer dann das Rennen beendest. Das wäre jetzt mein Ansatz, den man hätte machen können. Man kann jetzt aber auch noch zweimal Medium, Medium oder Soft, Soft, Medium oder Soft, Medium, Soft. Das kann man sich jetzt entscheiden. So, Henny, der weiß zum Glück, wie man Autos abfängt. Wenn ich da querstehe, jetzt in der Parabolika, das wäre, glaube ich, nochmal glimpflich geworden, wenn da was passiert wäre. Ich würde mich freuen, wenn das wirklich ein Duell wäre, aber Schrodder hier vielleicht nur mit einem Versuch, sich zurück zu überrunden. Fürs Erste. Kommt da über außen geflogen mit Adalbert. Die beiden liefern sich ja mehr oder weniger jetzt ein physisches Duell. Was aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Konfi an der Box. Ach, der Nullstopper geht gar nicht wegen dem Benzinverbrauch. Aha. Okay. Ich verstehe. Kuh war auch schon an der Box gewesen. Schaden repariert. Konfi geht währenddessen auf Soft wieder raus. Das ist aber auch ein geiler Sound von Peugeot. Auch wenn er prinzipiell nur imaginär sei, aber der Sound bislang auch ganz, ganz gut. Einen Favoriten habe ich persönlich gesehen, wie gesagt, nicht. Ich lasse mich eher überraschen. Puh, Adalbert mit Schaden. Ich hoffe, dass es da nicht geschrottert hat. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es da nicht geschrottert hat. Ah, Plexus. Also wäre ich die Ferrari Pit Crew, würde ich sagen, fahr noch, aber gesunder Menschenverstand sagt, jetzt kommst du rein, die Runde. A, spritmäßig, B, reifentechnisch, das geht nicht mehr länger. Und der Rest wird ja auch so langsam in die Box trudeln. Poctavian und Rotec, die beiden liefern sich ein ordentliches Duell vorne an der Spitze. Noch ist es ein komm ran und hol mich, aber ranfahren ist das eine, vorbeifahren ist das andere. Und wir haben ja, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen gesehen, was hier los ist. Interessante Spur von Pleck, das gibt's doch nicht. Wenn der Kreis wie ein Bus, sonst würde die Viper schon wieder weiterfahren. Und ich gehe mal stark davon aus, dass der Auslöser dafür der hintere linke Reifen ist. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Schrodder mit Zeitstrafe und dabei
ordentlich an Pace zuzulegen. Währenddessen jetzt die Spitze in die Box geht, also Poktavian ist drin, Rotek ist drin, Johnny ist drin, Heli kommt rein. Eddie fährt weiter, sammelt also Führungskilometer in seinem Suzuki. Führungskilometer im Suzuki, das hätte ich auch nicht gehört. Ja. Wenigstens kündigt er sich mit seiner Lautstärke an, wenn er vorbeifährt. Joe auch in der Box, Plexus kommt auch rein, Schrodder fährt weiter, Stick und Jonas jetzt im Duell. Octavian kommt raus. Rotek jetzt auch. Das ist ganz knapp geworden zwischen denen. Das hätte auch anders ausgehen können. Und jetzt will ich mal sehen. Schafft es Octavian, sich jetzt Schikane 1 vor Stick zu retten? Stick kommt ja mit ordentlich Überschuss in Richtung Schikane. Geht auf die Innenseite, will spät bremsen. Aber Octavian bleibt vorne. Verbremst sich vielleicht sogar ein bisschen. Nee, gar nicht. Sauber durchgekommen. Octavian behauptet also die Position vor Stick. Messer scharf. Rotek natürlich ein bisschen größerer Nachteil. Der hat jetzt Jonas und Stick vor sich. Getankt haben beide ungefähr gleich. Octavian hat aber deutlich besseren Spritverbrauch. Also auch für ihn ein kleiner Vorteil vorhanden. Johnny jetzt 7 Sekunden hinter Rotek nach dem Boxenstopp. Das sieht eigentlich legitim aus. Heli knapp 4 Sekunden. Ponfi wieder mit einer schnellsten Runde. Hat seine schnellste Runde davor um überragende 5000stel geschlagen. Kuh auch in den 39ern angekommen. Auf Medium, möchte ich mal sagen. Das heißt, auf Soft dürfte er, glaube ich, auch die Rundenzeiten gehen, die vorne die Spitze fährt. Also das ist echt nicht schlecht. Joe, wie erwähnt, jetzt dahinter 1,5 Sekunden auf den Ford GT vor ihm. Plexus nach seinem Ausrutscher jetzt auf 11 zurückgefallen. Knapp 12 Sekunden hinter Joe. Adalbert wieder in Schlagdistanz. 5 Sekunden in seiner Supra auf die Viper. Und ja, Schrodder muss sich jetzt schlau anstellen. Kommt die schnellste Runde 1,38, 1,72. Auf der einen Seite ist es gerade gut für Octavian, dass Schrodder da fährt. Auf der anderen Seite ist es nicht gut, weil das eher Dirty Air anstelle von Windschatten ist. Jetzt wiederum ist es Windschatten. Und klar, für Schrodder gilt auch, ich möchte mein Rennen fahren, möchte mich eventuell zurück überrunden. Boah, Stick mit dem Fehler. Ich glaube, da war ein bisschen Kontakt dabei. Muss aufpassen, denn Rotek kommt da auch noch. Der hat aber die Übersicht und sieht, dass Stick da wieder auf die Strecke kommt. Ja, wird ein bisschen Zeit verloren haben. Sollte aber sauber ausgegangen sein. Octavian hat jetzt Jonas minimal in Schlagdistanz. Schrodder vor sich, der schnappt sich den Windschatten. Jetzt haben wir ein Drag Race in the Chicane. Wenn Eddie auf Medium geht, das macht er auch. Er tankt nicht voll. Also Eddie geht definitiv nochmal in die Box. Jonas geht jetzt auch noch an Schrodder vorbei. Der lässt beide sauber durch. Sehr schöne Geschichte. An der Stelle. Rotek arbeitet sich immer weiter ran. Stick nach dem Fehler muss gucken, dass er wieder rankommt. Der war ja schon einmal gezwungen, in die Box zu kommen. Eddie reiht sich knapp 10 Sekunden hinter Octavian wieder ins Gebälk ein. Johnny 2,5 Sekunden dahinter und Haley verliert ein bisschen. Mittlerweile sind es 4 Sekunden. Und Confi untermauert seine schnellsten Rundenzeiten.
und arbeitet sich Stück für Stück ans Feld ran. Schöne Nummerntafel, by the way. Soll auch mal erwähnt sein. Kuh knapp 8 Sekunden dahinter, jetzt in den 39ern konstant unterwegs. 39,7, 39,8, 40,0, 39,7. Mal gucken, was Sektor 2 sagt. Ja, eine Sekunde. Kann passieren. Nicht so schlimm. Und Joe, wie angesprochen, dahinter. Kuh, weiter Ausritt. Aus Ascari raus. Jonas schnellste Runde 38,8 im Lambo, jetzt wieder an der Box. Zweimal Soft dürfte er schon gefahren sein, das heißt, jetzt kommt der Wechsel auf Medium. Mit dem Reifensatz kam er, glaube ich, aber deutlich besser klar als vorher. Ja, vielleicht wird er sich einfach auch mit dem Sprit vertan haben. Das wäre natürlich bitter. Sieht immer so aus, dass Jonas voll, na, nahezu voll tankt. Octavia mit einem Fehler. 1.41.240, letzte Runde. Während Rotec eine 1.39.0 gefahren ist. Also der hat jetzt die Runde, sage und schreibe, 2 Sekunden aufgeholt. Es wird also nochmal interessant zwischen den beiden an der Spitze. Ich muss aber echt sagen, dafür feiere ich die DLS-Season, dass du Fahrzeuge teilweise an den kreisenden Positionen siehst, wo du die eigentlich nie ausmalen würdest, vor allem wenn du vergleichst, was teilweise Meter ist. Und während du hier einen M6, einen Suzuki, einen Mercedes oder noch einen Mercedes, eine Viper oder also ein Lambo siehst, ist hier zwischendrin ein Ford GT, Supras, Nissans, Skylines, noch ein Ford GT, noch ein Ford GT, ein Peugeot-Stick jetzt wie angesprochen in der Box. Der eben erwähnte Suzuki ist auch da. Na guck mal, hier haben wir Generation Jung gegen Alt. Ford GT überrunden mit Ford GT. Hat eigentlich eher gerechnet, dass es andersrum sein wird. Ford GT überrunden mit Ford GT. Aber, scheint ja zu funktionieren. Konfi schnellste Runde 1.38.074. Also eventuell riecht es hier nach einem kleinen Comeback für den Schweizer. Müssen wir aber abwarten. Rotec erster Sektor Purple. Mal gucken, was die zwei Lesmo-Kurven plus Schikane sagen. Ob der Konfis Zeit auch eine Ansatzweise unterbieten kann. Zwei Zehntel besser als seine persönliche Beste. Also da scheint sich was aufzubauen. Ja, ich glaube, wenn Eddie ein bisschen mehr getankt hätte, hätte er wirklich durchfahren können. Aber vielleicht hat er sich auch nicht getraut. Können wir am Ende nicht beurteilen. Da können wir nur schätzen. Und Johnny, der prügelt seinen M6 so hart es geht. Schrotter jetzt in der Box. Minimal an der persönlich besten vorbei. Der M6-Pilot. Und verliert er doch da gerade wieder. Rotec 38,4 hat also wieder auf Octavian aufgeholt. Und das nicht gerade wenig. Also das wird zwischen denen auf jeden Fall nochmal spannend. Confi 1.43.8 hat auch Schaden am Heck. Ach. Also hier auch wieder ein Zwischenfall beim Peugeot-Piloten. 1000 Wege ins Gras zu beißen und er beißt den falschen Halm ab. Auch Purple Sektor 1.
fängt sich jetzt in der Schikane eine Strafe ab, überholte Joe. Und womöglich gibt es nach Ascari den Konter. Kuh mit ordentlich Traktionsproblemen durch die Lesmos. Joe macht's rigoros, geht außen rum in der zweiten Lesmo vorbei. Stark gemacht. Übersicht behalten, Auto gut platziert. Und dann einfach mal Augen zu und durch. Wird die Runde sowieso an die Box kommen, weil der Sprit beim Ford GT wieder mal nicht reicht. Ob Q jetzt voll tanken kann und versuchen wird durchzufahren. Ja, mal sehen. Einfach wird es definitiv nicht. Lexus wird währenddessen die Position gegen Q wieder gewinnen. Jonas genauso und Adalbert, der wird da glaube ich auch mit reinrutschen. Sehr solide Rundenzeiten von dem Superpiloten. Währenddessen Stick dahinter. Nicht lange auf sich warten lassen wird. Und Schrodder. Ah. Das ist ein bisschen unglücklich für den jungen Mann. Aber am Ende des Tages sind wir froh darüber, dass er mitfährt, dass er Spaß hat. Und vielleicht sehen wir heute sogar die 1000-Kilometer-Marke, die geknackt wird. Denn 910 hat er schon runter. Dann schaffen wir heute vielleicht noch die 1000. Bei Poktavia haben wir uns die 500 definitiv. Sekundenschlaf ist auch ein Vergehen. Muss er aufpassen, dass es da nicht in den Unfall verwickelt wird und auch kein Bußgeld dafür bezahlt, denn 5 Dongen könnten teuer werden. Einmal aufsalzen bitte und dann geht's los. Währenddessen, ja, bei Eddie und Johnny bahnen sich wohl im Zweikampf an. Johnny auf Softs scheint ordentlich Zeit zu gewinnen. Ich glaube, für den Lifestyle sind 5 Euro zu wenig. Macht 2 Nullen dahinter, dann haut es hin. Als Kartfahrer braucht man ja ein bisschen Geld. Das müssten wir uns mal fragen, wo der DLL-Aufkleber am Kart angebracht ist. Selbst wenn es nur der Salzstreuer ist. Ich meine, Merch hätte ich noch da. Ist nur ein bisschen verwaschen. Das ist noch das ganz alte Merch mit dem ganz, ganz alten DLL-Logo. Bisschen schnell durch. Also was ich definitiv merke, ist, dass ich Stick und Adalbert verpasst habe. Stick und Schrodder sollte ich aber nicht verpassen. Ja, das wird wahrscheinlich einfach nur ätzend für Schrodder gerade sein, weil er so viele blaue Flaggen sehen wird und die Strecke ist jetzt auch nicht gerade dankbar, was blaue Flaggen angeht. Du hast aber relativ viele Zonen, wo du jemanden durchwinken kannst. Du verlierst dabei halt nur echt viel Zeit. Ja, gibt's den Stopser?
wenn der Ford überhaupt rankommt. Guck mal, auf halber Strecke ist der Peugeot den dann doch abgehauen. Hervorragend. Oh, Plexus, eine Sekunde. Die wird er sich definitiv in der Schikane geholt haben. Währenddessen glaube ich immer mehr, dass Johnny an Eddie rankommt. Octavian scheint sich ein bisschen gefangen zu haben. Ah, das ist echt abartig, wie der Peugeot wegzieht. Vor allem hat der ja eigentlich an Leistung im Patch verloren. Oder täusche ich mich da? Auf jeden Fall meine ich, dass der Peugeot nicht mehr so krass sein sollte. Der scheint ja trotzdem wegzuziehen, wie sonst was. Bin ich ehrlicherweise sehr, sehr gespannt, wie Le Mans dann aussehen wird. Auch ohne Schikane. Das wird, glaube ich, echt abartig, was die gerade angeht. Also nicht nur was den Peugeot angeht, sondern generell. Du hast ja diese ewig lange Gerade. Und in den Porsche-Kurven könnte das, glaube ich, schwierig werden. Du hast dann zwar eine Rundenzeit von 3:40. Ich glaube schon, dass du dir durch diese zwei Schikanen knapp 10 Sekunden sparen wirst. Wird ja trotzdem nicht wenig sein, was du dann trotzdem gegenüber allen anderen Autos in den Porsche-Kurven verlierst. Ich glaube zum Beispiel, dass der M6 da ganz gut gehen wird. Gut, ohne Schikane haben die Top-Speed-Autos trotzdem noch einen gewissen Vorteil. Am Ende des Tages glaube ich aber trotzdem, dass dass da ordentlich Wumms hinter ist. Vor allem in den ganzen kurvigen Abschnitten. Mit wem gehen wir mal am besten auf eine schnelle Runde? Das ist nämlich so ein kleines Format, was ich mehr oder weniger immer während dem Rennen machen möchte. Dass man euch einmal während der ganzen Runde mal mitnimmt und einfach mal die Strecke zeigt. Komm, er ist wieder dabei. Und dann gehen wir mit ihm auch an den Start. Mit dem guten Joe. Normalerweise wäre jetzt der Bremspunkt für die erste Schikane gewesen, knapp bei 150 Metern. Ist in diesem Fall nicht so. Hier geht's weiter geradeaus. Enge Linienführung. Rasen am besten nicht mähen. Das ist aber jetzt für DLL-Purposes ganz okay. Auf jeden Fall bremsen wir 150 Metern. Erste und zweite Curbs werden geklippt. Wichtig, da gut durchzukommen durch die, in dem Fall erste Schikane. Jetzt geht's schon im Sektor 2 in die beiden Lesmo-Kurven. Lesmo 1 gut getroffen. Außen diesen Astroturf kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Zweite Lesmo sieht auch gut aus. Dritter Gang ist eigentlich hier die Devise sowohl für Lesmo 1 als auch für Lesmo 2. Vor allem für Formel 1 Fahrzeuge ist das hier eigentlich eine geisteskrank schwierige Strecke. Richtung Ascari wird der Asphaltpunkt als Bremspunkt benutzt. Hier geht eigentlich auch der dritte Gang, ohne den zweiten runterzugehen. Und Ascari ist eine unglaublich schwierige Kurvenkombination, die immer perfekt und richtig zu treffen. Joe hat es ja einigermaßen gut gemeistert. Und jetzt sind wir auch schon auf der Gegengeraden Richtung Parabolica. Und dann sind wir eigentlich auch schon auf der Start-Ziel-Geraden. Also Monza eigentlich überhaupt keine schwere Strecke, um für den Anfang diese zu merken. Wenn du aber auf Speed kommen willst, ist sie eine unglaublich schwierige Strecke, weil du sie wirklich perfekt treffen musst. Eddie und Confi an der Box. Bei Confi ist es Nachtanken, Reifenwechsel und Schadensreparatur. Bei Eddie ist es der Reifenwechsel und Nachtanken. Da wird jetzt, glaube ich, nochmal der Tank vollgehauen. Na, fast. Und dann heißt es für Eddie Race to the Finish Line. Zwei Positionen wird er definitiv noch verlieren. Das ist einmal gegen Jonas und dann gegen Stick. Die beiden kämpfen gerade auch um Position 7. Und Stick sagt sich, weißt du was, die Tür ist innen offen.
Eddie braucht zu lange aus der Box. Dann gehe ich da mal rein und sag auf Wiedersehen. Und den Geschwindigkeitsüberschuss sehen wir hier. 2,81, nicht mal 2,70 bei Jonas. Also ich weiß nicht, was Lamborghini da im Motor gemacht hat, aber gut ist es in dem Fall nicht. Es ist schon brutal, was der VGT auf der Geraden kann. Tatsächlich habe ich gerade schlechte Erinnerungen, was den VGT angeht. Und Monza, Formel 1, Gran Turismo, Peugeot, VGT. Ist jetzt nicht so Baba-mäßig, aber den gibt es übrigens noch. Habe ich neulich rausgefunden. Den gibt's noch. Der macht zwar keinen aktiven YouTube-Content mehr, aber den gibt's noch. Ob das einer für Don wäre? Oh. Ich bezweifle es. Vielleicht ja für ein anderes Team. Wenn er überhaupt fahren möchte. Jedes Mal, wenn Stick da auf diesem inneren Streckenabschnitt fährt, denke ich, er fährt in die Box oder an die Boxenwand. So, Johnny kommt aus der Box raus. Wird es nicht reichen. Eddie lässt sich mehr oder weniger schon von Jonas schieben. Er sagt sich, Mann, fahr schneller oder fahr vorbei. Ja, Jonas jetzt die Innenseite für die Schikane, später Bremspunkt. Eddie lässt die Tür innen offen. Faire Geschichte von beiden. Am Ende kann sich Eddie durchsetzen. Ah, und Eddie nimmt da die Strafe in Kauf. Ah, das wird ihn ärgern. Das wird ihn ärgern. Das wird ihn echt ärgern. Octavian und Rotegar wären jetzt wieder an der Box gewesen. Octavian schnellste Runde ist mittlerweile eine 1,38,471. Beide wieder auf Medium unterwegs, voll getankt. Ja, es ist echt spannend zwischen den beiden. Stick mittlerweile wieder zurückgekämpft, 1,38,129 auf Medium. Also wenn die Peugeots schneller sind mit dem härteren Reifensatz, spricht, glaube ich, sehr, sehr viel für die Aerodynamik des Fahrzeugs. Es ist mir nicht erklärbar. Jonas an Eddie vorbeigegangen. Ohne Reverse Card. Eddie geht wieder vorbei. Mal schauen, wie lange das bis zur Schikane hält. Weil da könnte es gleich einen Gegenangriff von Jonas geben. Wenn er jetzt im Windschatten bleibt, sich ranzieht. Dass der sich wieder auf 5 gemogelt hat, das ist auch eine Kunst. Die kann nur er. Außen angetäuscht, die innen angetäuscht, dann außen rein, aber Eddie macht die Linie zu. Jonas zieht den kürzeren, hat jetzt Johnny hinter sich. Man muss in Richtung Lesmo 1 aufpassen, dass er vor Johnny bleibt. Macht er auch. Der übrigens auch auf Medium unterwegs hat, aber deutlich mehr Tank im Sprit. Mehr Sprit im Tank. Tanken und Sprit ist auch gut. komm mal, kaum ist Binzi da, sage ich falsche Wörter auf. Dein großer Herrscher und Meister ist gerade auf 6, falls es dich interessiert, Kevin. Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, deine iRacing-Rennen sind immer noch erfolgreich. Ja, nach dem heftigen Quersteher solltest du vielleicht echt wieder gehen. Dann läuft es zu Johnny wieder besser. Alter, war das knapp. Halleluja, war das knapp. Safe, ich bleib doch. Samstagrennen gewonnen, sehr schön. Seid ihr auch Bratwurst gefahren oder was anderes?
Eddie unauffällig auf 7, Confi auf 8 zurückgekämpft. Long Island. Bratwurst aus dieses Wochenende. Ui. Joe auf 9, Plexus. Ja, leider auf 10. Nach der Anfangsphase hätte ich Nein, die weiter vorne gesehen. Na, weiß ich nicht, welches Wort da zensiert wird. Long Island ist da auch gut. Long Beach ist auch gut. Ah, schön. Adam wird auf 11, Q auf 12. Leider nun auch überrundet worden, hat eine Zeitstrafe, die er absetzen muss. Und Schrodder weiterhin nur auf 13. Ja, aber Rotek will es jetzt in der letzten Viertelstunde nochmal wissen. Arbeitet sich Stück für Stück an den Nissan ran. Für Poktavian mag jetzt nicht unbedingt viel auf dem Spiel stehen, für Rotek allerdings schon. Denn ich thematisiere es gerne wieder. Rotek hat es bislang geschafft, die ersten drei Saisonrennen zu gewinnen. Zumindest die Hauptrennen. Da wäre er doch von Glück gesegnet, wenn es zum vierten Mal hintereinander klappen würde. Für Poktavian wäre es dann aber der erste Hauptrennensieg. Vergleichsweise zu seinem ersten Sprintrennsieg, den er in Blue Moon anfangen konnte. Nissan Skyline GTR gegen Ford GT LM Spec 2. Für Gran Turismo-Verhältnisse echt Wahnsinn, dass sowas geht. Eddie im Suzuki Hypercar. 11 Sekunden dahinter. Hat sich auch auf 3 geschoben. Wird vor allem auf Soft durchfahren. Ob er die 11 Sekunden noch auf Rotek zufahren kann, werden wir sehen. Ich glaube es tatsächlich nicht. Johnny mit 6 könnte eher einen Angriff starten. Müssen wir auch abwarten. Confi mittlerweile an Eddie vorbeigegangen. Der sich ja auch zurückkämpft nach dem Zwischenfall der beiden. War aber auch eher meiner Meinung nach Eigenverschulden als grobe Fahrlässigkeit. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Bereich, das ist Stewart-Gedöns. Kann gerne eingeschickt werden. Genau. Wasser ist nass, ihr wisst Bescheid. Stick auf 7 hat Joe hinter sich. Das könnte also auch nochmal interessant werden zum Ende des Rennens. Ananas. Hat man das gehört? Wartet mal. Hallo? Sehr gut. Hat man gehört. Ananas. Immer wieder schön. Ich bin überrascht, Charles, dass du die ganze Zeit hier bist. Ich hätte eher damit gerechnet, dass du zwischendurch einschläfst. Oder ich hätte eher damit gerechnet,
Vielleicht hättest du dich auch DES auch erhöht mit deinem Lieblingsbereich. Weiter eine gute Besserung, Charles. Da würde ich ja wahrscheinlich sehr, sehr aufmuntern, dass Quali ja noch ansteht. Und wir am Samstag ja das hochbegabte 12-Stunden-Lago Maggiore-Rennen fahren, was uns ja auch mit so viel Glück bereichert. Bin ehrlicherweise gespannt, wie die gesamte Orga geplant wird, beziehungsweise wie das da stattfinden wird. Bei den Streamer gibt's bislang nicht. Selbst die Qualis wurden dann bislang alle nicht übertragen. Ist ja auch wieder so ein Fall für sich. Ja, mit Eirennen kann er definitiv nicht hinterherhalten. Das geht nicht. Die I-Rennen sind auf jeden Fall sehr I. Wir haben den Zweikampf. Um Position 7. Peugeot gegen Mercedes. Aber Bratwurst ist eine Scheißstrecke. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht, aber Bratwurst ist eine Scheißstrecke. Ja, GT-Rennen sind schon gut und I-Rennen sind I. Welche ist denn die geilste Strecke der Welt? Kyoto? Ich habe jetzt so wenig Skill, um die Geilheit der Strecke zu genießen. Ja. Vielleicht will ich es einfach nicht genießen. Aber ja, zu wenig Skill unterschreibe ich sofort. Ich habe mehr Salz. Ich hätte eigentlich so einen inkompetenten Streamer hier angestellt. Das wüsste ich auch gern. Ich bin nur Praktikant, so ich habe keine Ahnung. Ich moderiere nicht mal richtig. Es war kein Geld mehr da, dann ist das Unternehmer zu einer Leiharbeitsfirma hin, haben den Polen genommen und gesagt, hier mach und dann ist gut. Ich würde auch nicht sagen, dass es gut ist. Weil... Okay. Wir haben 15. Peugeot gegen BMW. Also, lächerlich. Lächerlich. Riesengrade. Ausgang Parabolika 6/10. 6. Das Ding sah aus wie Formel 1 Wagen mit DRS, Curb und... nicht Curb, Curse und... Flügel 1-1. Das Ding hat sogar einen 1-1er Flügel wahrscheinlich. Lächerlich. So, Joe und Stick wird wohl nichts mehr. Wir haben aber noch Leonas und Plexus im Angebot. Hamilton bald in Rot, Berlin ist Blau und den Streamer haben wir vom Bau. Der ist geklaut. Der war wohl laut. Und alles andere wird verbaut. Ich hab keinen Bock. Du trägst einen Rock.
Und alles andere bleibt Merkus Muck. Dumm tut. Was? Nein. Drum tut siegen, wie die fliegen. Denn am Ende musst du dich wiegen. Was? Ich höre einfach wieder auf. Es ist. Nee. Wir haben ein Novum zu verkünden. Zumindest ansatzweise wieder seriös zu gestalten. Der fliegende Schweizer hat eine 1,3796 gefahren. Das können nur Schweizer, habe ich mir sagen lassen. Deswegen, Kevin, viel Spaß. Man hat sich jetzt Zweikampf zwischen Johnny und Confi eigentlich erledigt. Haben wir sonst noch was im Angebot? Johnny, Jonas, Plexus, Stick. Es hat sich anscheinend erledigt. Das können nur Schweizer. Da siehst du, Schweizer können auch nur Fortnite spielen. Wie heißt du eigentlich? So wie bei Fortnite? Ach so, Gubi Fortnite. Okay. Ich verstehe. Mit lange C. Übrigens, Ananas, ne, Ananix. Ich glaube, Jonas und Plexus wird nochmal interessant. Boah, ich dachte kurz. Komm auf meine Ebene, Kevin. Ja, dann Jonas Plexus hat sich erledigt. Wir machen daraus Jonas Adalbert mit Jonas Frontschaden und Adalbert Supra. Ich habe ehrlich Talent dazu. Adalbert ist auf der 10. Das ist für Formel 1 Verhältnis so ein Punkt. Hier sind es deutlich mehr. Oh, 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 oh. Wir haben doch noch ein Duell. Joe gegen Stick und... Stick, fahr recht dran. Der Liter kostet ein 1,86. Das ist nicht so teuer. Und wenn der Diesel fährt, sparst du sogar ein bisschen. Das ist sogar effizienter für Langstrecke, Mensch. Meine Herrschaften. Das kann nicht wahr sein. Joe schnappt sich also Position 7. Und ich glaube, ich glaube, Stick lässt ausrollen. Nee, nee, ich habe nicht gesagt, dass es eine Stunde Langstrecke rennen ist. Ich habe nur gesagt, dass sich Diesel für längere Strecken eignen würde.
Auch wenn er gerade Benziner fährt. Weil anscheinend reicht der Sprit nicht. Menschenskinder. Aber das Ding ist, der Erste, der abgewunken wird, hat die 1000 Kilometer auch erreicht. Plexus ist der Nächste. Der knackt auf die Linie genau. Die 300. Adalbert zieht es jetzt auch über die Linie. Die 30.000 werden es heute wohl nicht mehr. Aber auch an Adalbert Glückwunsch zum 10. Platz. Hat sich die Position dann nochmal von Jonas gekrallt, der als 11. über die Linie kommt. Und ich glaube, alles in allem kann auch Jonas auf sich stolz sein. So, Kuh kommt über die Linie und dann haben wir tatsächlich den ersten Hauptrennensieg für Poktavion und dann auch noch im Skyline. Rotec-Serie ist gebrochen, kommt am Ende nur als Zweiter über die Linie, knapp 7 Sekunden hinter Poktavion, aber ich finde, das ist absolut solide. Eddie schnappt sich dann den letzten Podiumsplatz, wird Dritter, Confi nochmal solide auf Platz 4 zurückgekämpft, schnellste Runde 1:37.826. Johnny wird am Ende Fünfter. Auch ein solides Rennergebnis für den M6. Helly wird am Ende Sechster. Kriegt den Benz über Linie geprüft. Joe wird am Ende Siebter. Und dann haben wir noch Kuh auf 12 und Schrodder auf der 13. Jonas möchte nicht mehr. Disconnect. 2 Minuten vor Schluss. Boah, das ist bitter. Eieiei, das ist bitter. Und ich meine nicht, dass das ein neues Problem ist, sondern dass das schon bekannt ist mit deinem Fanatec. Ah, ist das ärgerlich. Boah, ist das ärgerlich. So. Vom Quali habe ich, Idiot, natürlich keinen Screenshot gemacht. Darf man Öl wechseln gehen? Eigentlich nicht. Aber der Osten hat Öl im Angebot, also. Ja. Ölkanister liegen gerade beiseite, also vielleicht, vielleicht kannst du daran. So, ich würde sagen, 25 geht's weiter. Ich jetzt mal, dass man zumindest Kuh seine Strafe jetzt absitzen lässt. Anscheinend nicht. Aha, anscheinend doch. Geht auf seine Position zurück. Lol, ich habe gerade rausgefunden, wie man ranzoomen kann. Was? Das geht? Also völlig Harakiri da reingebrettert. So, das ist der Nächste. Da kommt ein Ford GT angeflogen. Oh, ja, super. 1A Trefferquote, also nicht mal die Dartscheibe getroffen. Plexus möchte nicht. Boah, Alter. Schrotter spielt hier noch die Wand. Oh Mann, alle
auf die Strecke. Q, wo ist das E? Da ist das E. Er kann. So. Plexus, es kommt nicht vorbeigefahren. Er kriegt auch eine Quali-Strafe, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. So, Jonas und Kuh stehen einsatzbereit. Boah, Alter. Das ist Shepard, ey. Ach so, Plexus holt nur Schwung, das verstehe ich. Konfi anscheinend auch. Träumchen. Ach, Jonas, Mensch, da müssen wir noch üben. Zack, der Erste, zack, der Nächste. Ey, das ist wie Arschblau, ohne Witz. Er steht da und wird von allen einfach versohlt. So, jetzt wird Jonas sogar noch gemobbt. Oh, da kommt der Nächste. Wieder Heli. Der nimmt Johnny einfach gleich auch noch mit. Sturmtruppler. Ach, herrlich. Rotik möchte nicht. Ach, guck mal, da ist Plexus, der hat Schwung geholt. Und Plexus wird volle Kanne. Ah, ein Träumchen. Also, Charles, ich würde sagen, du hast deinen Steward-Job ganz gut ausgeübt, würde ich sagen. Dir möge eine weitere Jobgarantie ausgesprochen werden. So, Stick ist auch da. Ah, schön. Das wird deren eine Lehre sein. Nächstes Rennen nur rückwärts. Was? Boah. Ah, Träumchen. So. 25 soll es weitergehen, wir haben schon 26, Träumchen. Ach Gott, wie muss ich das Bild einstellen? Also der Jüngste geht auf jeden Fall nach hinten. Oder auch der Kleinste, Jüngste, Kleinste, sucht euch aus. Schroller geht ganz nach vorne. Kuh als Zweiter. Elfter, meine ich, war Jonas. Dann kommt Adalbert. Weiter weiß ich nicht. Plexus ist als Nächstes. Aber ich war schon mal richtig, das ist sehr schön. Stick, Joe, Heli, Johnny, Confi, Eddie. Stick, Joe, Heli, Johnny, Confi, Eddie. Joe, Heli, Johnny, Confi, Eddie. Ja, perfekt. So, dann, have a good race, have a clean race. Good luck. Und kann ich euch eine Freundschaftsanfrage senden? So, Soft sollte bei allen ausgewählt sein, anders dürfen sie gar nicht erst auf die Piste. Und dann würde ich sagen, 15 Minuten totales Chaos. Nochmal von vorne. Denn Jonas sagt es, Wreckfest kommt jetzt. Die schnellsten Autos sind jetzt alle hinten. Wir haben zwar einen fliegenden Start, also nochmal einen kleinen Bonus. Um Himmels Willen, ich will nicht wissen, wie das jetzt aussieht. So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DLL Salz Wreckfest.
dem einzigen Videoformat, wo keiner weiß, warum es eigentlich entstanden ist. Sprintrennen ist freigegeben. Gehen wir nach vorne. Jonas in Ford GT kommt überhaupt nicht aus dem Knick. Kuh dahinter eigentlich schon eventuell mit dem Angriffsversuch. Na, zieht raus, zieht wieder rein. Er hat auch ordentlich an Schwung verloren. Jonas dahinter meldet sich gleich schon an und dann haben wir da schon den ersten, der ranfliegt. Stick geht in an Plexus vorbei. Stellt sich sogar gleich auf die Innenseite gegen Adalbert, der versucht da auch nochmal was zu sagen. Stick verbremst sich da deswegen. Helly nimmt ordentlich Banden mit. Er ist jemand abgehoben, würde ich sagen. Das sah gut aus. Ah, herrlich. Mercury Airlines. Klipp den Scheiß und das ist eine neue Yu-Gi-Oh! Karte. Mercury Airlines. Gutes Fahren lässt dich abheben. 200 Salzpunkte für den Angriff. Und minus 400, wenn ein Controller auf dem Schrank ausgespielt wurde. Oh nein, da hinten gibt es einen Kontakt zwischen Rotec und Eddie. Und Donnie konnte dem ganzen Spaß noch ausweichen. Octavian scheint da nochmal Glück gehabt zu haben. Eddie, Ausgang Parabolika. Ah, der klebt da förmlich im Getriebe. Ja, Schrodder ist vorne. Kuh verteidigt sich hier gegen Jonas. Alter, ist das ein langes Zimmer hier. Boah, Plexus fährt das Stick beinahe hinten auf. Jonas von mit einem Fehler, denn Kuh ist auf einmal ganz, ganz nah dran. Jonas auch. Stick auf 4, Plexus 5, Adalbert auf der 6, Heli 7, Confi 8, Joe 9, Poktavian 10, LD 11, Johnny 12, Rotec 13. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wo ich hinschalten soll und passt auf. Neuer Effekt. Na, schade, super. Johnny das doch nicht. Hallo? Da. Bam. Den Zoom-Effekt einfach mal ausgepackt. Und nochmal. Bam. Und warte. Bäm, auf der Dreher raus und auch Mensch, Helly, ey, das ist. Also für den Disconnect kann ich dir jetzt schon sagen, da darf sich Charles auf jeden Fall was ausdenken. Weil bei allem Respekt, fahr bitte einfach durch. Das ist einfach nur blöd für dich selbst. Fahr einfach durch, egal wie scheiße es ist. Ganz ehrlich, fahr einfach durch. Boah, dass Kuda noch nicht abgeflogen ist, ist auch purer Skill. Alter, zu... in diese Kurve rein, das kann nicht gut gehen. Aber das tat's anscheinend. Und der Osten immer noch in Pole Position. Stick auf 2. Jonas 3 mit einer Zeitstrafe kommt dann nochmal ordentlich ins Rutschen. Verliert die Position jetzt, weil er buddeln geht. Plexus jetzt wieder auf 3, Confi 4, Q auf 5, Poktavian 6, Joe 7, Adalbert 8, Eddie 9, Johnny 10, Jonas 11 mit Zeitstrafe und Rotec ging da jetzt auch noch vorbei. Das war überraschend sauber für 5 Autos, das ist wohl wahr. Das sind womöglich die blauen Lichter, die den Ford ertönen lassen.
Peugeot von Stick macht sich jetzt auf die Lauer. Schrodder, es ist Zeit, die halbe Wagenbreite auszupacken, habe ich gehört. Confi lässt sich hier vom Plexus schieben und jetzt zieht er davon. Musst du dir mal geben, im Windschatten, im absoluten Windschatten zieht er vorne weg. Wahnsinn, was der Peugeot für eine Topspeed hat. Octavian gegen Q. Boah, nochmal ganz auf den letzten Meter die Linie für sich beansprucht. Und Q verliert da sogar die Position gegen Joe. Da gab es eine kleine Berührung. Nicht die sauberste Art und Weise. Der nächste mit dem Disconnect. Ich glaube aber weniger, dass das mutwillig war. Rotek also auf 9, Eddie 10, Jonas auf 11 und Schrodder-Time ist over. Los, aufpassen. Das tun sie alle. Stick. Er rollt aus. Und an dieser Stelle, das muss ich jetzt wirklich loben, ganz großes Respekt an Stick. Anscheinend ist da was vorgefallen zwischen den beiden. Das war unfair und Stick gibt die Position, also Schrodder gegenüber wieder her. Auch wenn sie jetzt ordentlich nach hinten durchgereicht wurden. Das ist Fairplay von Stick. Dass er da dann trotzdem sich zurückfallen lässt und sagt, nein. So würde ich definitiv nichts für mich gewinnen. Auch wenn es keine Wiedergutmachung ist. Fairplay auf jeden Fall. Confi will es ganz genau nehmen. Er fährt eine 1,40 glatt. Sonst schnellste Runde 1,38,313. Boah, Proctavian kommt da ganz gut, ganz gut ins Rutschen. Aber aktuell schon auf die 2 vorgeschoben. Plexus wieder auf 3 vorgemogelt. Joe auf 4. Der hat's irgendwie mit seinem Rasen Richtung Parabolica. Also da war wieder der Anbremser auf dem Gras, aber diesmal konnte er das abfangen. Confi, neue schnellste Runde. Q wieder auf 5, Adalbert 6, Eddie 7, Rotek 8, Jonas 9, Schrodder 10 und Stick, wie gesagt, auf 11. So weit weg sind die beiden gar nicht. Also wenn sie jetzt die Blue Moon Taktik auspacken, könnten sie nochmal rankommen. Sieht aus. Beide versuchen die Blue Moon Taktik. Sehr schön. Eddie und Rotek auch im Duell. Boah, Eddie scheint die Position wiedergegeben zu haben. Wird wohl auch unfair gewesen sein. Das eine Auto, was ich suche. Da ist er. 170 Kilometer haben wir noch. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich
glaube, die 170 Kilometer schaffen wir nicht. Sonst hätten wir wirklich die 30.000 gesehen. Ja, Poktarimeter auf 2. Der Nissan scheint gut zu gehen. Aber auch überragend auf 1 unterwegs. Also ein Peugeot scheint ja ordentlich Pace gefunden zu haben. So langsam sieht es mir so aus, als ob wir hier nochmal einen Zweikampf um Platz 3 hätten. Zwischen Plexus und Joe. Ansonsten scheint sich weiter hinten nochmal was angetan zu haben. Nämlich Eddie, Jonas und Adalbert. Adalbert meine ich von 6 mittlerweile auf 9 zurückgefallen. Sehr schade. Jonas wirklich im Getriebe. Das Suzuki zieht jetzt auf die Innenseite. Beide bremsen spät in die Schikane rein und Jonas beansprucht die Position für sich. Boah, kommt da ordentlich ins Rutschen. Gibt da dem Suzuki einfach mal einen mit. Das aber eher unabsichtlich, sondern in der Hoffnung, das Auto abfangen zu können. Und Eddie absorbiert einfach den Schlag. Und behält Position 7 erstmal für sich. Rotik mit einer Sekunde Zeitstrafe, das spielt Q auf jeden Fall in die Karten. Denn der Zeitverlust von einer Sekunde ist jetzt sehr ordentlich. Und Joe setzt Plexus hier echt unter Druck. Wagt sogar jetzt schon den Angriff in Richtung Parabolica. Wird es über außen versuchen, diesmal ohne Rasen. Und tatsächlich geht außenrum vorbei. Starkes Überholmanöver von Joe. Confi knackt wieder die 37. Joe muss jetzt aber währenddessen aufpassen, dass Plexus nicht den Gegenangriff wagt. Außen angetäuscht, innen rein. Und die Viper geht wieder vorbei. Reicht das aber? Bis zur Schikane. Ich bezweifle es nämlich. Plexus lässt innen die Tür offen. Joe zieht mit, ist aber nicht im Windschatten. Somit hat Plexus eigentlich die besseren Karten für die Schikane. Und Plexus behauptet sich erstmal. Eine Minute ist noch. Ich glaube, ab Rotec werden alle abgewogen, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, ab Rotec werden alle abgewogen, wobei es bei Rotec auch nochmal ganz knapp werden könnte. Und mit Eddie und Jonas jetzt auch hier schon entscheidend um Position 7. Eddie bleibt vorne Richtung Ascari. Behält die Position. Jonas dahinter, wirklich im Lambo, macht es meiner Meinung nach herausragend. Ich finde, der Lambo ist auf GT-BOP echt schwer zu fahren. Jonas macht das hervorragend. Also wir schauen mal kurz. Confi fährt noch eine.
Octavian fährt keine mehr. Ich habe Quatsch erzählt. Also Octavian 2 Plexus schnappt sich vor Joe die Position, Abstand, ein Sack Zwiebeln. Kurve 5, 50.000stel vor Rotec auf 6. Eddie 7, Jonas 8, Adalbert 9, Schrodder am Ende auf 10, Stick auf 11. Brutal. Also da habe ich mich ordentlich verrechnet. Das heißt, das Kompliment kann ich direkt abweisen. Also Octavian mit einer Ausbeute von 1 und 2. Das lässt sich definitiv sehen. Plexus schnappt sich mit seiner persönlich besten Runde nochmal die 3. Joe auf 4. Q5, Rotec 6, Eddie 7, Jonas 8. Der den Lambo gar nicht mal so bad findet. Also wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, wie gut du damit klarkommst. Adalbert auf 9, Schrodder auf 10, Stick, wie gesagt, mit großem Fairplay an dieser Stelle. Also den Fairplay Award bekommst du. Und Confi, ja, eine Runde am Ende mehr gefahren als alle anderen. Schnappt sich die schnellste Runde. Dann sehen wir auch nochmal die besonderen Anzug des jungen Schweizers. Speichern uns mal alles ab. Helly Johnny, wie gesagt, schade, dass da der Stecker gezogen wurde. Ja. Kuhstrafe war auf jeden Fall unterhaltsam. Also wenn du Folter unterstützt, Charles, dann bist du auf jeden Fall richtig. was soll ich sagen? Manche Szenen hätten nicht sein müssen, manche Szenen waren dann da, die sind dann passiert, wie dann damit umgegangen wurde, war dann teilweise okay, teilweise nicht okay. Am Ende des Tages ist es ein Prozess und ich glaube, mit der Zeit wird es besser. Also vergleichsweise mit dem, was wir schon früher mal hatten, auch UFL-mäßig gesehen, ist das Ganze insgesamt, glaube ich, doch ein bisschen besser geworden. Soll aber nicht den Rest verargumentieren. Gibt es noch irgendwas, was ich für euch machen kann? Genau. Ich zeige euch das schönste Auto auf dem Kurs. Und zwar das Safety Car. Hier, schaut es euch an. Ist halt nicht schön. Mir gefallen die Felgen. Die haben echt was. So. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als dass ich an der Stelle den Stream beende. Wir werden uns womöglich erst wieder am Samstag sehen. Da haben wir dann das rigorose 12-Stunden-Rennen in Lago Maggiore in der DES-WEC-Serie. DLL wird insgesamt 4 Teams stellen, worauf ich dann doch sehr stolz bin. Don stellt 3. Teams sind ordentlich mit Fahrern befüllt. Autos haben wir auch ganz gut ausgewählt. 2 Hypercars und 2 GTs, einmal ein M6 und einmal ein Lexus. Don stellt einen Porsche und 2 Hypercars, wenn ich mich recht entsinne. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, als dass ich euch jetzt noch einen schönen Abend wünsche. Bleibt gesund, bleibt sauber.
Falls Big Mac noch da ist, Angebot steht immer noch. Schreib mir einfach auf Discord, dann regeln wir das Ganze, dass du auch mitfahren kannst. Ist jetzt kein großer Licher Sonder, kein großer Sonderkram, sondern einfach zwei, drei Sachen absprechen, dann ist gut. Genau. Ich hoffe, dass ich euch so früh es geht wieder qualitativ bessere Streams liefern kann. Das aktuell ist nur eine Zwischenlösung, weil mein PC sich, wie gesagt, verabschiedet hat. Normalerweise hätte ich da selber schon umgeschraubt, beziehungsweise das Ersatzteil einfach gewechselt, aber Garantie ist immer so ein Fall für sich. Gut. Von daher, euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Macht euch einen entspannten. Genießt die Woche. Und dann sehen wir uns spätestens Samstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Flipsi. Tschö, tschö.